Wunderschön, guten Tag und willkommen zurück zu 60 Seconds. Das steht nämlich gerade an und hier wird erstmal ein bisschen was an Zeugs gesammelt, kennt man ja. Ich weiß noch nicht genau, was eigentlich verlangt wird zu sammeln, ehrlich gesagt. Nimm das doch, hallo. Mann, oh nee, das fängt schon mal super an, muss man sagen. Dann bleiben noch überall hängen. Ich würde natürlich ihn gerne mitnehmen. Das Kartenspiel mitnehmen und das Wasser mitnehmen. Das droht hier gerade eine sehr, sehr schlechte Runde zu werden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich noch kein Essen habe. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell hier hin, in die Küche. Bei mir ist gerade Montagabend 11:30, also kurz vor knapp das Ganze. Tut mir leid, Mary Jane. Für dich hat's nicht gereicht. So, erster Tag. Ja, wir sind zu dritt, immerhin. Timmy, Ted und Dolores. Außerdem das Radio sowie eine Axt. Beide Spiele. Wir haben das Bugspray. 4 Dosen Essen. Insgesamt 6 Flaschen Wasser. Also das ist gar nicht so schlecht. Wir können eine Zeit lang ausharren. Ja, gerade genug Wasser und viel Wasser. Genug Dosen, kennen wir schon, daraus essen, daraus schlafen, damit sprechen, was man schon tun. Bestausgerüsteter Bunker überhaupt. Wir sollen ein Spiel spielen, haben sie gesagt. Ja, wie das endet, wissen wir auch schon. Aber egal, wir machen es trotzdem. So, wir haben Truth or Dare gespielt und Are we going to eat anything besides tomato soup? Haben wir gesagt, das reicht, nachdem dauernd diese Sache kam, diese Frage. Timmy scheint es gut zu gehen, Dolores auch, sonst würde es hier stehen. Ted hat auch keine Probleme, das ist sehr schön. Das ist eine sehr spontane Runde hier. Ich habe davor ein bisschen CS gezockt, ja, also versucht. Wobei das ganz gute Runden waren. There's nothing more annoying than silence. Sollen wir Radio hören? Is there anything we can do with the radio to make it work again? Nein, wir spielen daran nicht rum, es ist ganz. Hallo, ich hab's gerade erst mitgenommen. Ja, war gar nicht so schlecht, war immer in den Top 5, überraschenderweise. Das heißt, andere waren schlechter als ich. Ein bisschen Wasser möchten Timmy, Dolores und auch Ted haben. Wir warten aber einen Tag, da sind wir eiskalt. Denn wir haben ja Zeit. Schade. Es gab wohl eine Nachricht von den Militärtypen, die haben gesagt, es gibt Airdrops, Rückzahlung der Steuern quasi. Leider haben wir keine Erste-Hilfe-Maske, keine Gasmaske, deswegen können wir nicht rausgehen. Wir müssen hier rumhocken. Ärgerlich, aber es war zu gefährlich, ohne Schutz rauszugehen. So, die sollten alle was trinken. Das wissen wir schon, alle kriegen was zu trinken. Wir haben ja relativ viel. Ausflüge gibt es noch nicht, sind gestrichen, bis auf Weiteres, denn es sieht nicht ganz so ungefährlich aus. Und da muss man ja immer vorbereitet sein auf sowas. Jetzt scheint es einem wieder gut zu gehen, auch wenn wir hier in einem crappy place sind. Das heißt, wir können hier einfach durchziehen. Es ist immer noch zu unsicher und aus dem Grund lassen wir es natürlich auch sein. Und wir sollen versuchen, hier nicht verrückt zu werden. In diesem Bunker, in diesem engen, kleinen Raum. Zum Glück sind wir zu dritt. Wenn man alleine ist, wird es sicherlich noch schlimmer sein. Muss man sagen. Denn, naja, allein in einem solchen Raum ist nie schön. Aber okay, wir machen mal weiter. Wir versuchen unser Bestes, um ruhig zu bleiben. Das ist schon mal ein Anfang. Ted ist hungrig. Aber ansonsten gibt es keine Beanstandung und dann warten wir noch ein bisschen. We had few phone calls. We are thinking of the past. Es gibt einen Radioanruf. Dann schicken wir mal Timmy kurz raus. Vielleicht findet er ja was. Kann er nur für das Kleingeld rausnehmen. Es geht ihm gut und es war wohl nur ein Telefonstreich, oder? Pre-recorded Sales Message. Gut, es war also eine vorher aufgenommene Verkaufsdurchsage. Kennt man bei den Simpsons ja auch. Und es ging um Tomatensuppe. Wir hatten Angst um Timmy, aber er kam wieder zurück. Er hat kein Problem. Dolores hätte gern Wasser. Ted hat Hunger und Durst. Wir warten noch einen Tag, dann geben wir nachher allen alles. Und wir könnten natürlich ein bisschen Radio hören. Wie wär's denn damit?
Verspielen sie ein bisschen Musik. Ist immer schön. Scheint nicht so. Hunger und Durst, Hunger und Durst, Durst und Hunger. Sehr schön. So, wir haben ein schwaches Signal bekommen und der Fallout ist im größten Teil weg. Das heißt, es wäre sicherer, aber natürlich auch gefährlicher, weil jetzt andere Banden draußen rumlaufen. Alle bekommen was zu essen und zu trinken. Und diese Zeichen ignorieren wir ganz gekonnt. Sollen wir jetzt jemanden rausschicken? Ted seems to be in a really good shape for a trip. We can send to Lowe's for an expedition. Timmy can do it. Timmy can go to the wasteland. Schicken wir Timmy raus. Und schon wieder haben sie gesagt, wir sollen ein Spiel spielen. Mann, ist ja schlimmer als bei Saw. Da wollen sie auch immer Spiele spielen. Wir haben als Spy gespielt bis zum Buchstaben W. Dann wird es langweilig. Timmy sieht nicht so aus, aber er ist ein strammer junger Mann und es geht ihm gut. Das Leben ist hart. Dolores geht's aber ganz okay. Und Ted hat Hunger. Nee, du wartest. We are feeling pretty optimistic about today's expedition. The only thing left to do is choose the right person to go outside. Wir schicken Timmy, weil wir fühlen uns gerade sehr optimistisch gestimmt und sagen, da kann was gehen heute. Ja, heute kann da was gehen. Beide haben kein Problem. Wieso ist Ted auf einmal nicht mehr hungrig? Sagt, es gibt keine Probleme, wir sollen uns keine Sorgen machen. Dann nehmen wir das doch mal beim Wort. Ist ja nicht so, als würde Ted wirklich immer sagen, was er denkt. Something missing. Let's see. Fanham, check. Strange noises in our pipes, check. Hellish yells outside, check. Oh, Dolores hasn't spoken for a while now. That's it, and it's really strange. Talking to her would be a good idea. Sprechen wir mal dir. Ich glaube, der Text ist neu. Ich kann mich zumindest nicht an ihn erinnern. Ist auf jeden Fall interessant. Geht's dir jetzt besser, Dolores, wenn dein Schatz mit dir gesprochen hat? Helped resolve some of her issues and doubts. She feels better now. Sie hätte gern Wasser. Ted hätte gern Wasser. Außerdem hat Ted noch Hunger. Dann soll er mal den Rest der einen Suppe leer machen. Bevor ein neuer aufgemacht wird, wird erst die alte leer gemacht. So läuft es ja nicht hier. Wenn wir gleich frische Dosen anbrechen. Kommen wir da hin? Überall aufgebrochene Dosen. Es ist einfach, sich hier unten schlecht zu fühlen, weil man keinen Sonnenschein hat und keinen Himmel. Aber wir müssen den Pessimismus beiseite legen und uns gegenseitig aufmuntern. Aufmuntern ist, Dolores und Ted geht's gut. Juhu! Dann können wir gleich weitermachen. Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten eingesperrt bleiben. Aber wir wollen eventuell irgendwann mal fliehen oder also gehen. Oder wir müssen es sogar. Und es wäre hart oder es wäre schwierig, einfach rauszugehen, wenn wir nicht wüssten, worum es geht. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass die tapferen Soldaten uns retten werden und eine sichere, einen gut ausgerüsteten und gut versteckten Regierungsbunker schicken. Timmy hat Comics davon, also muss es wohl die Wahrheit sein. Ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen Radio. Wahrscheinlich werden sie zufällig jetzt mit uns sprechen. Leider könnt ihr es nicht sehen, wie ich gerade mit meinem Finger mein unteres Augenlid runtergezogen habe. Aber good news! The government made a video broadcast. Ja, nichts genaueres. Wir sollen auf weitere Anweisungen warten. Das ist also das Übliche. Nichts Ganzes, nichts Halbes, was gesagt wurde. Wenig Platz ist nicht gerade freundlich für die Umgebung. Also für die... Es ist nicht wirklich eine schöne Umgebung. Und es kann schlimm werden, was die Zeichnungen auch schon wieder zeigen. Unschön. Naja, wir ziehen hier einfach mal weiter durch. Wir konnten nur wenig schlafen nach all den Streitigkeiten. Wir hoffen, dass es nicht wieder passiert. Dolores würde gern was essen und trinken. Ted würde nur gern was trinken. Das heißt, diesmal wird es umgekehrt gemacht. So, jetzt haben wir schönen grünen Stuff, der da runter tropft, ja. Wir können aber nichts dagegen machen, weil wir weder eine Gasmaske aufziehen können, um uns zu schützen, noch haben wir ein Scout-Handbuch. Timmy ist wieder da. Du bist verhungert und müde, aber du hast ein Erste-Hilfe-Kit mitgebracht und Wasser und eine Gasmaske. Timmy, du warst gut. Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist wieder da und er ging in diesen kleinen Laden for groceries. Naja. Wir haben da auf jeden Fall ein bisschen was zu essen gefunden. Wir haben da ein Schild gefunden mit alles für 99 Cent. Das Einzige, was da waren, waren ein paar Wasserflaschen. Oh, ganz schön teuer. Trotzdem hat er vier mitgenommen. In der Toilette hinten gab es auch noch einen toten Körper, also eine Leiche. Neben ihm war ein Erste-Hilfe-Kit. Das hat ihm wahrscheinlich nicht geholfen. Außerdem hing noch eine Gasmaske. Schön, haben wir mitgenommen. Timmy hat Hunger. Ansonsten gibt es keine Probleme. Dann Timmy, komm, hau immer was rein da.
Sollen wir wieder einen Ausruf machen? Wir könnten direkt wieder einen machen und schicken Ted raus, oder? Wobei eigentlich ist es blöd, das jetzt zu riskieren, weil wir haben jetzt. Wobei doch ein bisschen Essen wäre noch ganz gut, dann könnten wir ein bisschen Zeit lassen. Es ist kein Spaziergang im Park, das Überleben hier unten. Wir hoffen, dass es bald um ist. Wäre natürlich schön. Und der Glaube daran ist ja etwas, was auch die Leute hier ein bisschen bei Laune hält. Man sieht es ihm an. Er ist eindeutig sehr motiviert. Timmy ist recht. Dolores lässt sowas nicht an sich dran. Timmy ist sehr hungrig und er sollte was trinken. Den anderen beiden geht's gut. Komm, dann ess und trink was, Timmy. Und jetzt schicken wir mal den Vater raus. Weil ich glaube, dass Dolores dann wieder entführt wird. Oder, ja, entführt, gefangen gehalten wird. Wie die letzten Male auch. Timmy ist immer noch hungrig. Timmy, was ist los mit dir? Wie kann ein so kleiner Körper so viel essen wollen? Was ist das für ein Geräusch? Oh nein! Irgendwas ist below us. Ist über uns. Ja, dann checken wir es mal, oder? Los, mit der Axt hinterher hackend. Schaut nach, was da rumtrollt. Wahrscheinlich ist es jetzt tot, oder? Was zur Hymne war es? Wir haben es gerade noch geschafft. Es war ein mutiertes Krokodil. Oder ein Alligator. Irgendeins davon mit einem großen Mund und vielen Zähnen. Irgendjemand verletzt? Timmy ist verletzt. Und er hat Hunger. Toll. Sollen wir jetzt machen? Ja, komm, wir nutzen es direkt, oder? Ja, doch. Nee, doch. Wir machen gleich mal wieder Timmy fit hier. Ja. Und wir sind beim nächsten Tag angekommen. Tag 19. Genug Streitigkeiten, bisschen Wasser hätte gern der Timmy. Und es war ein ruhiger Tag für Dolores. Es gibt wieder mal ein kleiner Zocker. Nein, es ist kein Zocker, es ist die Army. Die möchten, dass wir Markierungen hinterlassen. Dann nehmen wir doch gleich mal die Spielkarten und legen ein bisschen was zurecht. Schauen, ob er blufft oder nicht. Vielleicht hat er auch die Nuts. Wir haben die Karten platziert. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Army kommt. Das sollte nicht lange dauern. Zumindest hoffen wir das. Jetzt geht's Timmy auch wieder ganz gut. Allerdings hat Dolores jetzt Hunger und Durst. Ted sollte was zu essen mitbringen. Wie wäre es, wenn wir in den See fahren, an dem wir vor ein paar Jahren waren? Wäre sicherlich gut, uns da wieder mal einzufinden. Weit weg von dieser ganzen Tristerie. Und diesem nervigen Zeug da. Atombomben und so. Solange wir sicher sind, können wir hier unten bleiben. Timmy ist sehr erschöpft. Das heißt, wir könnten ihn aber, glaube ich, wieder rausschicken. Aber ich glaube, nur bei Tired geht's nicht. Wir haben ein bisschen rumgelabert, also diskutiert. Und wir konnten uns nicht über... Was? And no one is willing to chat anymore. Ja, wir haben so viel gestritten, wie es nur geht. Und jetzt möchte keiner mehr reden. Aber die Ruhe ist sehr seltsam. Disturbing. Verstörend. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Radio gehört und... Ah, wie schön, dass wir das Radio mitgenommen haben. Sie spielen noch Musik, oder? Oder? Timmy sollte was trinken. Könnt ihr nicht mal zusammen trinken, dann wäre das viel einfacher. Nur da und da drauf drücken, anstatt immer die einzelnen Personen. Die haben schon wieder gesagt, wir sollen ein Spiel spielen. Die wollen uns aber auch diese Spiele aufzwingen, kann das sein? So, der Herr Ted ist wieder da. Er ist hungrig, erschöpft und müde, aber er hat ordentlich zu essen mitgebracht und zu trinken. Wir haben Verstecken gespielt. Die längste Runde hat 10 Sekunden gedauert, weil das Licht ausging. Ted ist zurück und zwar sicher. Das ist sehr gut. Er war an den Docks. Es ist zwar ganz schön weit weg, aber er wusste, dass da ein großes Warenhaus ist. Warehouse ist auch ein Lagerhaus. Und da waren ganz viele schöne Sachen drin. Hat reingeschaut und wow. It's made in another country with a weird name that we didn't recognize. Also wir dachten immer, dass die Tomatensuppe oder die Dosensuppe aus Amerika kommt, aber sie kommt wohl aus einem Land, das seltsam heißt und dessen Namen wir nicht wiedererkennen. Also, wenn man die Datums- oder die Mindesthaltbarkeitsdaten zu Rate zieht, dann heißt es wohl, dass die nach dem Bombenabwurf geliefert wurden. Das ist sehr seltsam. Aber da war Wasser, Wasser, überall Wasser. Und wir konnten auch leere Flaschen finden. Das heißt, die haben wir gefüllt. 4 Wasser dazu. Unsere Gasmaske ging zwar bei kaputt, aber trotzdem ist es gut. Gut ist auch, dass Timmy weiterhin tapfer ist, wenn man die ganzen Umstände betrachtet. Dolores hat Durst und ist erschöpft. Und Ted ist hungrig und ist erschöpft.
würde sagen, wir bleiben jetzt mal eine Zeit lang hier unten. Wir hatten viele entfernte Verwandte. Oder wir haben viele entfernte Verwandte. Aber keiner hat uns so viel bedeutet wie Tante Ada. Ja, sie lebt mitten auf dem Land. Und gute Chance, dass sie da immer noch mit ihrer Kuhzählmaschine beschäftigt ist. Sie muss sich dort keine Sorgen machen über irgendwelche Atombomben, die über ihr Haus abgeworfen werden. Wir könnten natürlich jetzt mal ein Foto anschauen, wenn wir doch nur das Scoutbuch dabei hätten. Leider hat es Timmy nicht gegriffen. Was ist denn los hier? Timmy ist hungrig, Ted ist durstig und hungrig und Dolores ist nur erschöpft. Timmy war hungrig, richtig? Jetzt habe ich es vergessen, ja. Timmy war hungrig, der Vater war beides, Dolores war nur erschöpft. Ausflug gibt's keinen. Wir brauchen uns nicht zu riskieren jetzt. Wir haben so viel Trinken und Essen, das reicht erstmal eine Zeit. Und ich habe da auch nicht vor, jetzt auf Teufel komm raus, die hier irgendwie krank zu machen. Wir sollten Timmy was zu trinken geben. Oh, Entschuldigung. Ein Ted hat Hunger. Da war ich halt etwas müde. Wir sind nicht alleine. Das sind große, haarige Hasenviecher. Die verstecken sich in Wom, also in einen der Rohre. Los geht's! Tötet sie! Attacke mit der Axt. Zermatscht es. Beerdigt es in einer leeren Dose. So, unsere Retten sind gesichert. Zu schade für das arme, haarige Mutantchen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Timmy geht's gut. Dolores würde gern was essen und was trinken. Allerdings gibt's bei Ted kein Problem. Das heißt, wir geben Dolores jetzt mal beides. So, das Militär meldet sich wieder. Es will, dass wir Bäume fällen. Das Ding ist, wenn ich das mache, verliere ich unsere Axt, unsere einzige Verteidigungsmöglichkeit gegen Plünderer. Aber ich werde versuchen, gerettet zu werden. Und aus dem Grund machen wir das auch. Wir haben so viele Bäume gefällt, wie es nur ging. Dabei ging unsere Axt kaputt. Timmy geht's gut. Zumindest war es für 5 Minuten der Fall. Ted braucht Wasser, um zu überleben. Dann trink doch was, Ted. Timmy war immer ein sehr wilder. It's not the best man for a boy who's hellbent and running around and very brave. Also Timmy war immer schon sehr aktiv und so ein kleiner Shelter ist nicht die beste Umgebung für einen Jungen, der so viel rumläuft, bis er gar nicht mehr atmen kann. Er vermisst das und er hat gefragt, ob er kurz rausgehen dürfte. Kommen wir, erlauben Sie mal, Timmy. Tob dich draußen aus, ich meine, du bist müde. Also warum nicht? Hast du dich ausgetobt? Ja, du bist krank geworden, hast aber gleich das erste Hilfe-Kit mitgebracht. Das heißt, du hast dich ja gleich selbst geheilt. Ist das nicht toll? Wir sind ins Krankenhaus gegangen. Im Krankenhaus waren sicher, dass sie irgendwas finden werden. In der Kantine gab es eine Dose Suppe. Außerdem zweimal Wasser. Er hat eine Feuerwerks mitgebracht und ein Erste-Hilfe-Kit. Er ist sehr hungrig. Das heißt, du kriegst was zu essen und du kriegst dein Erste-Hilfe-Kit. Was du ja selbst mitgebracht hast. Jetzt können wir noch länger hier bleiben. Ein Trader ist da. Oder eine Traderin. Das ist eine Frau. Mit einer Kreatur. Sie meint, das wäre ein Kamel. Wenn man davon ausgeht, dass Kamele 5 Beine hat. Alles klar, aber sie würde uns ein Wasser für ein Damenspiel geben und 4 Wasser für ein Radio. Wir geben ihr aber nichts, wir haben viel Wasser. Was hustest du rum? Du bist geheilt. Huste nicht rum! Durstig und hungrig. Nur müde und durstig. Alles klar. Ja, tut mir leid, meine Liebe, wir können dir leider nichts geben. Durstig und hungrig. Durstig, guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Dosen. 10 Flaschen Wasser. Dazu noch ordentlich was zu essen. Es wurde immer noch nicht zu einem Spaziergang im Park, hier unten rumzudümpeln. Seltsam, warum wird es nicht dazu? Wäre auch mal nett. Aber anscheinend ist das Spiel uns nicht so ganz wohlgesinnt. Wir versuchen das Beste, um ruhig zu bleiben. Und so normal zu verhalten, wie es nur geht. Oder die Situation so normal zu halten, wie es nur geht. Keine Nachrichten bei Timmy, Dolores geht's gut und Ted hätte gern ein bisschen Wasser. Weißt du was? Wir sind heute mal nicht so. Trink was. Einen Monat habt ihr geschafft. Je nachdem, was für ein Monat ist. Könnte ja auch einer mit 31 Tagen sein. Ordentlicher Bartwuchs. So, und Ted hat jetzt auch noch Hunger. Wenn er was trinkt, kurz darauf kriegt er noch Hunger. Also solltest du vielleicht nichts mehr trinken, dann hast du keinen Hunger mehr.
Und wir haben eine geheime Tür gefunden, weil einer der Dinger am Schrank kaputt war. Aber leider können wir nicht reingucken. Oh je, jetzt werde ich richtig müde. Was ist da los? Aber ich muss das ja heute noch aufnehmen, sonst schaffe ich das nicht für morgen. Ich muss noch mehr aufnehmen. Ach, schlechtes Zeitmanagement, kann ich da nur sagen. Ja, wir haben da ein paar Möbel vor das Teil gestellt, damit es nicht aufgeht, beziehungsweise damit keine Kreaturen da durchkommen können. Timmy sollte was trinken, Dolores sollte essen und trinken. Der Tag war ruhig für Ted. Ist das nicht schön, wenn es Ted gut geht? We didn't know, he claimed he used to be an accountant. A gambler. Wir zocken nicht. Bleibt dabei. Ich hatte schon öfters gesagt, wir zocken nicht. Nur in legalen Etablissements, Casinos oder online. So, Timmy ist ein guter Pfadfinder und deswegen macht das bessere Situation. Ist sogar sehr aufmunterungsvoll. Ted braucht was zu trinken, das kriegst du. It's been a while, but there was another message from the military on the radio. They want us to send one person out to meet them. Sounds like some kind of precaution. Roderick, we hope we know what we are getting into. Who should we send? Das hatten wir schon mal. Wir senden Ted. Wir senden Ted. Der soll jetzt mal uns hier anmelden, sagen, Gude, wir sind zu dritt. Kommt und helft uns. Wir haben noch Essen und Trinken, aber egal. So, wir sind hingegangen. Der sehr ernst aussehende Soldat hat uns ein paar Fragen gestellt, hat ein paar Notizen gemacht und gesagt, die würden zu uns kommen. Wir können nur hoffen, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen haben. Made a good impression. Naja. Lassen wir mal so stehen. Ted ist aber sicher wieder. Timmy ist immer noch sehr aufmunterungsvoll. Dolores ist in einer guten Verfassung aktuell. Wir hoffen, es bleibt so. Ted braucht was zu trinken. Das kriegst du doch. Ausflug brauchen wir nicht. Wir haben die Situation in unserer Hand. Da ist eine Gruppe. Channel, you don't like the occasional friendly scavengers you run into. Gut, es sind Monster. Wir müssen uns selbst verteidigen. Los geht's. Wir haben ihn mit der Axt kaputtgeschlagen, deswegen haben wir jetzt eine Rifle. Juhu, sehr gut. Here's Johnny, you can greedy bastards. Yeah, that's right. You'd better run and thank for leaving one of your rifles. Da hat er einen auf Jack Nicholson gemacht. Ist das Jack Nicholson? Schon, oder? Ich will nichts Falsches sagen. Ich habe das immer das Problem mit den Namen, wisst ihr? Aber es war Jack Nicholson. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Timmy ist hungrig und durstig. Dolores ist durstig. Ted braucht nichts. Dann kriegst du auch nichts. Wir könnten es eigentlich raushauen, weil ich behaupte immer, dass bald die Leute kommen. Quick look outside to see if there's any trouble in the area. Or to step out a pair of animal eyes. Ja, schade. Es ist der Hund. Es ist Pancake. Schade, dass wir keine Taschenlampe haben. Ich hätte gerne den Hund links wieder. Tja, wir haben ein bisschen in die Luft geschossen, also abgehauen. Tut mir leid, Pancake. Timmy geht's gut, Dolores geht's gut. Ted geht's gut. Keiner will was von mir. Ist immer schön. Ausflüge gibt's nicht, die sind alle gestrichen. In einer Minute war noch alles schön. Und dann springen wir uns gegenseitig an die Kehlen. Wie konnte das passieren? Das ist verrückt. Wir sollten schlafen. Versucht doch zu schlafen. Schlaf hilft manchmal. Habt ihr geschlafen? Ihr seht nicht so aus. Ja, es ist nichts besser als die Ruhe nach dem Sturm. Oder war es andersrum? Keine Nachrichten zu irgendwem außer Ted, der hat wieder mal Durst. We were never huge fans of mushrooms. Nein, wir essen doch keine Pilze, wenn wir da wunderbare Dosensuppen haben. Die können wir noch wachsen lassen. Ist doch easy. Wir sind nicht hungrig. Warum seid ihr hungrig? Guckt doch mal, Dosen. Timmy sollte was trinken, Dolores sollte essen und trinken, Ted hat Hunger. Beides essen, trinken können. Es ging schnell. Ich kann schon wieder ein Spiel spielen. Mit diese Spielereien.
Wir haben jetzt eine Idee, wie der Titel heißt. Sehr einfallsreich. Wir haben Eis beigespielt. Welche Überraschung. Timmy ist immer noch am Aufmuntern. Wenn irgendwas Neues über Dolores steht, würde es hier stehen. Und Ted hat keinen Grund, sich zu beschweren. Tag 40. Irgendjemand schlägt gegen die Tür. Es könnte die Army sein. Wir nehmen es jetzt direkt mal an. Wir können uns ja verteidigen in Notfall. Wir öffnen es. Army, kommt her mit offenen Armen empfangen. Zweiter Safe. Oder auch nicht. Warum nicht gesichert? Hallo? Eine Gruppe von Typen mit Gasmasken sind rumgelaufen, haben uns Wasser gegeben. Ja, toll. Nein, jetzt ist mir noch krank. Jetzt ist Dolores krank geworden. Gut, dann machen wir einen Ausflug und schicken natürlich Dolores raus. Coming from the goddamn balls, they're driving us crazy. Wir spielen Karten. Jetzt werden wir natürlich Dolores rausschicken, damit sie nicht die anderen beiden noch ansteckt. Ja. Schnell raus mit ihr, Dolores. So, Dolores sollte Wasser kriegen. Timmy sollte essen und trinken. Und jetzt schicken wir Dolores raus. Außerdem, das letzte Mal wurden wir gerettet, als wir ein weibliches Mitglied rausgeschmissen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Zeichen ist. Oder irgendwelche Kausalitäten herstellen, wo keine sind. Aber okay. Timmy und Ted geht's weiterhin gut. Wir haben wieder einen Traveler da. Was verkauft uns diesmal für die Karten Einwasser, fürs Bugspray Einwasser? Auf gar keinen Fall. Moment. Kein Interesse. Sorry. Ted braucht wieder mal Wasser zum Überleben. Amateur. Und hier unten sicher zu sein, ist sehr viel besser als pulverisiert an der Oberfläche rum zu, naja, fliegen. Man liegt ja dann, ja, würde auch liegen, aber ich denke mal, ein paar Partikel werden schon noch rumfliegen. Oh, was ist mit dir los? Du siehst ganz schön fertig aus. Guck mal. Mal, wie der aussieht. Eingefallen das Gesicht. Ist doch Essen. Ist doch was. Wie war das, du Durst? Aber er hat sich immerhin erholt. Das heißt, wir könnten Timmy auch nochmal rausschicken, wenn es notwendig ist. Cannot hear what they're saying, but they have been banging on it like crazy. Komm, wir öffnen wieder. Wir sind jetzt mal mutig hier. Öffnen jede Tür. Wir haben Waffen. Verteidigt euch im Notfall. The End! Hey, wir haben es wieder geschafft. Wir wurden wieder mal vom Militär gerettet. Und echte Tränen kamen vor Freude, als wir sie gesehen haben. Sehr schön. Und was ist? Wir haben Dolores rausgeschickt und schon kam die Rettung. Denkt drüber nach. Und der neue Folgentitel ist auch damit klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid am Samstag dabei, wenn es weitergeht mit 60 Seconds. Bis dahin, schönen Tag. Tschüss.